Hallo Freunde und willkommen zurück zu Witcher 1, wo wir direkt hier von Blutzwiegern angegriffen werden. Ich meine, für die war der schwere Kampfstil definitiv sinnvoll. So. Und, ah ne, der lebt sogar noch. Denn bei den Blutzwiegern, das ist ganz nervig, die explodieren nämlich, wenn sie eigentlich sterben würden, platzen sie. Das macht Schaden. Nicht nur an uns, glücklicherweise, sondern auch an den, an anderen Gegnern in der Umgebung. Das heißt, man kann so gesehen eine Kettenreaktion an den Blutzwiegern auslösen. Aber man muss aufpassen, wenn man zu nah dran steht, dann stirbt man halt auch einfach wegen dem Scheiß. So, lass mich mal in Ruhe hier. So. Nächste Blutzwieger bitte. Was, der lebt noch? So. Und du auch noch. Aktuell brauchen wir zumindest keine Gegenstände von den Blutzwiegern, die sie fallen lassen. Aber die geben zumindest ein bisschen Erfahrung und wir können hier ein bisschen ruhiger durchgehen. Man kann auch eigentlich den Schaden komplett ausweichen, aber irgendwie will Geralt gerade nicht. Er lässt sich lieber jedes Mal treffen, wenn auch nicht für vollen Schaden glücklicherweise. Ich glaube, das hätten wir nicht überlebt. So, da vorne liegt ein Leichnam und hier ist noch ein Blutzwieger. Irgendwann Leichnam. Ist nicht so gut. Ja, das hat irgendwie funktioniert. Ich weiß nicht, warum deren Überreste doppelt angezeigt werden. Nur weil die zwei Sachen fallen lassen, sollte eigentlich keine zwei Überreste fallen, angezeigt werden. Na gut, erstmal der Leichnam. Der hat ein bisschen Geld für uns. Hier sind generell ein paar Leichen. Die können wir mal ein bisschen ausnehmen. Denn das gibt Geld für uns. Und hier haben wir einiges an Golems. Seltsamer Ort. Sieht aus, als seien diese Giganten in der Bewegung erstarrt. Muss eine Weile her sein. Und ja, da wartet ein sehr nerviger Kampf auf uns. Um genau zu sein, ein Kampf, an dem ich mehrere Male gestorben bin, bevor ich ihn verstanden hatte, wirklich. So, ich glaube, wir sitzen hier. Da ist Großväterchens Haus. Da müssen wir mal hin. Hier ist das Dorf, zu dem wir hin müssen. Hier ist eine Lichtung. Da müssen wir auch nachher mal hin. Aber generell haben wir hier noch einiges zu tun. Den Sumpflanden. Hier ist der Turm. Sehen wir ihn vor uns. Wenn wir gerade nicht drankommen. Noch mehr Ertrunkene. Ertrunkene sind immer gut. Ich muss auch mal gucken, wie viele Zungen und so wir brauchen. Na komm. Wir wollen die nicht. So. Kurz mal gucken. Quests. Der ertrunkene Tote. Wir brauchen 10 Zungen. Und hier haben wir die Dingens, sag schon, die Trophäe, die wir zu Vincent bringen müssen, ein alter Freund, die Kräuter für Shani, das ist, wie gesagt, hier sicherer Hafen. Okay, wir müssen nachts einfach beim Fährmann sein, das kriegen wir hin. Aber wir brauchen erstmal noch 10 Zungen, wir haben nur 8, das heißt, wir brauchen noch 2. Problem ist, das sind hier alles nur Ertrunkene und Ertrunkene geben nicht die Zungen. Dafür brauchen wir die ertrunkenen Toten. So, kommt mal her. So. Dann macht das doch mehr Spaß. Dann geht das schneller. Komm, schlag mal zu, Geralt. Dankeschön. Blutzwieger angekrepelt. Aber um den können wir uns später kümmern. Erstmal die ganzen Ertrunkenen hier ausnehmen und vor allem deren Gehirne mitnehmen. Warum auch immer wir grundsätzlich immer die Hirne von denen mitnehmen. So, das Schöllkraut nehmen wir mit. So, Blutzwieger. Unser Kampfstil. Und auf den irgendwas, was, wie auch immer man das nennt. Nennt man das Rüssel? Ich weiß es nicht. So, hier ist zumindest mal ein ertrunkener Tod dabei. Gut. Übrigens, da Ertrunkene und Ertrunkene Tote glücklicherweise zur selben Kategorie gehören, kann man auch
gegen eine Gruppe, die aus beidem besteht, den schnellen Kampfstil anwenden. Denn der funktioniert ja eigentlich nicht gegen gemischte Gruppen. Ertrunkene und ertrunkene Tote sind da eine Ausnahme, ebenso wie andere in Anführungszeichen Weiterentwicklungen, beziehungsweise, wie will man es nennen, stärkere Formen, irgendwie sowas. Das funktioniert dann doch. Die Überreste hätte ich auch gerne noch. Die ganzen Sachen kann man ja später auch noch verkaufen. So, da ist noch ein ertrunkener Toter, komm her. Komm her, Kumpel. Du gib mir deine Zunge, die brauchen wir nämlich. Na, Überreste. Dankeschön. Damit können wir zu Siegfried gehen. Auch wenn wir hier erstmal noch ein bisschen im Sumpf rumlaufen wollen. Der Platz rüber lässt sich auch nicht stören, okay. Jetzt lässt er sich stören. Und es war natürlich auch nur eine Frage der Zeit. So, warum haben wir hier eigentlich die ganze Zeit so eine Wand vor uns? Das finde ich nicht gut. Da wollen wir mal außen rum gehen. Meine Güte, wie weit reicht das denn noch? Hier liegt noch eine Leiche, okay. Ein Meuchlerdolch. Ist natürlich ganz nett, aber die Fackel ist mir dann doch ein bisschen lieber. Auch wenn man natürlich normalerweise die Katze nehmen soll, einfach. So, hier haben wir eine Tür. Ist das Großväterchens Hütte? Ja, das ist Großväterchens Hütte. Da liegt ein Menschenschädel. So, erstmal das Ganze zu essen hier mitnehmen. Ein Buch. Eins of Hour. Nett. Müssen wir uns das bei Wimme Vivaldi nicht mehr kaufen. Oder Vivaldi. Ich weiß nicht, was Wimme? Hieß der ein Cousin Wimme? Ich weiß es doch nicht. Was wollt ihr, Junge? Ich will mich nur umsehen. Wenn es sein muss. Okay. Abgenackte Menschenknochen. Hirn. Mir wird übel. Das ist mein Haus. Stammen dieser Schädel und das Hirn auf dem Tisch von Menschen? Ja. Und das Fleisch? Das auch. Teller und ein Becher. Kein Grund, sich zu ereifern. Hört euch meine Gründe an. Ich weiß nicht, was für Gründe ein Kannibale haben könnte. Ihr seht blass aus. Möchtet ihr etwas essen? Nein, danke. Warum esst ihr Menschenfleisch? Ich mag es halt. Es erhöht die Lebensenergie und schmeckt nach Hühnchen. Ein Pfund Menschenfleisch entspricht... Verschont mich. Ihr habt doch gefragt. Ich halte mich aber an gewisse Regeln. Ich esse niemals Kinder. Wirklich lobenswert. Den Sarkasmus könnt ihr euch sparen. Manchmal vertilge ich einen Druiden oder Ziegelbrenner. Elfenfleisch schätze ich ganz besonders. Es ist sehr aromatisch und auf natürliche Art mit einem Hauch von Gewürzen und Wurzeln versetzt. Und was ist mit Zwergenfleisch? Sehnig und zäh. Ehrlich gesagt habe ich das nur einmal gekostet und bin nicht sicher, ob es wirklich Zwergenfleisch war. Zu meiner Schande musste ich mit einem Ertrunkenen darum kämpfen. Das blutige Stück, das ich mir holte, wies kaum Erkennungsmerkmale auf. Genug. Wie ihr wollt. Ich sage nichts mehr. Ihr verdient es nicht zu leben. Hossa, ihr könnt mich jederzeit töten, aber lebendig bin ich nützlicher. Ich kenne diesen Sumpf bestens. Ich könnte euch sicher helfen. Ich glaube euch nicht. Ihr flieht doch, sobald ich weggehe. Ich bin zu alt, um wieder wegzulaufen. Ich werde euch nicht enttäuschen. Ihr seid hergekommen, um eine wichtige Mission zu erfüllen. Sie zu beenden, muss doch wichtiger sein als ein altes Ungeheuer. Ich weiß, Antworten auf viele Fragen. Ich hoffe für dich,
Also gut. Ihr bleibt am Leben. Vorerst. Danke. Als Geste des guten Willens gebe ich euch das Rezept für einen Trank. Diese Information könnte nützlich sein. So, Erzählt mir von dem Magierturm. Warum interessiert ihr euch? Ich will ins Innere. Ein ehrgeiziges Ziel, und Ehrgeiz ist das halbe Leben. Ich bin zu müde, das alles zu erklären. Aber ich mag euch, Junge. Irgendwo hatte ich ein Buch darüber. Vielleicht lasse ich es euch mal lesen. Danke, Großväterchen. Ich bin ehrlich gespannt, ob ihr das schafft. Was war das? Nichts. Wenn mich meine Sinne nicht täuschen, dann kommt Sturm auf, Junge. Sehr viel Sinn ergibt das alles nicht. Mehr weiß ich nicht. Das ist alles so lange her. Ich bin alt, ich erinnere mich nicht. Wisst ihr noch, wie es war, als der Magier noch lebte? Ihr seid stark, erstrahlt in Ruhm. Ihr habt Siege gekannt und die Liebe. Ihr seid geerdet, habt Prinzipien. Seid ihr auch ein Mutant, so sind eure Seele und euer Geist doch untadelig. Eure Weisheit und eure Kenntnis werden jetzt auf die Probe gestellt. Ihr habt nicht alle Tassen im Schrank, Großväterchen. Ich wollte gerade sagen, der hat echt nicht alle Tassen im Schrank. Sonst noch irgendwas. Sei still, du Bastard. Nee, der hat nichts mehr. Na gut, wir lassen ihn wirklich mal noch leben. Noch. Später kümmern wir uns vielleicht um ihn. Wir sollten mal ins Dorf gehen. Denn im Dorf kriegen wir ja vielleicht auch mal ein paar Infos. Und Infos sind viel wert, das wissen wir ja. Außerdem wurde uns ja auch von mehreren schon gesagt, wir sollen mal ins Dorf gehen. Also tun wir das doch einfach mal. Das ist übrigens das Dorf der Ziegelbrenner. Deshalb, sieht wie ein Dorf von Ziegelbrennern aus. Genau das. So, wir müssen, glaube ich, mit Vaska reden. Du bist zumindest die Einzige, die hier einen Namen hat, weil nicht nur Ziegelbrenner heißt. Ein Reisender aus fernen Ländern. Er hat etwas verloren, das er jetzt sucht. Wie darf ich euch nennen? Vaska. Ich bin die Dorfälteste. Geralt. Hexer. Welchem Broterwerb gehen diese Dörfler nach? Wir bauen Ton ab und stellen Ziegelsteine her. Ich sehe niemanden arbeiten. Schwere Zeiten. Sagt, was machen Hexer? Wir lösen Probleme. Wollt ihr etwas fragen? Du klingst, als hättest du Arbeit für mich. Aber erstmal wollen wir noch eine würfeln. So zum Auflockern. Außerdem verdienen wir uns dabei vielleicht ein paar Ohrens. Das kann immer ganz praktisch sein. Okay, wir haben 2 Einsen. Wow, das ist ja richtig viel. Unser Gegner hat natürlich 2 Farben direkt. Na, dann müssen wir versuchen, einen Drilling rauszuholen. Dann hoffen wir mal, dass die Würfel auf unserer Seite sind. Ne, sind sie nicht. Okay, das haben wir verloren. Du musst gar nicht mehr würfeln, Frau. Kriegt sogar noch das Fulltos raus. Gut. 2 Fünfen. Okay, das ist zumindest besser als 2 Einsen. Und hier ist ein Paar 2. Okay, wir haben das bessere Paar, aber wir versuchen natürlich trotzdem irgendwie auf den Drilling zu kommen. Wenn nicht sogar besser. Das klassische Prinzip. Ne. Keine 2, bitte. Dankeschön, aber ich krieg natürlich noch ein paar zusammen. Ich weiß auch nicht, ob Vaska vielleicht als Profi zählt. Das heißt, das sollten wir durchaus mal machen. 2 Sechsen. 5, 4, 3. Okay. Wir könnten natürlich versuchen, aus der 1 Sechs eine 2 zu würfeln. Aber ganz ehrlich, nein. Ich spiele ungern auf Straßen, weil die gehen meistens schief. Na, 2 Paare zumindest.
Ich kann jetzt nur hoffen, dass der nicht einen Drilling würfelt. Dann ist alles in Ordnung. Sehr schön. Haben wir auch mal was gewonnen. So, und hier haben wir... Oh Gott. Gar nichts haben wir hier. Der Gegner hat zwei Paar. Das ist natürlich... nicht gut. Dann behalten wir die 6 und versuchen mal einen Drilling davon zu bekommen. Das wäre natürlich der Traum. Aber wir kriegen nur ein paar. Okay, das war's. Die Runde haben wir verloren. Aber es geht ja glücklicherweise bis 2. Also eine Chance haben wir noch. Okay, das ist eine 1. 1. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Cool. Wir haben straight to 5. Straight bis 5. Der Gegner hat nur ein paar. Dafür muss er mindestens, glaube ich, ein Full House hinlegen. Aber er gibt auf. Sehr schön. Sehr schön. Dann kannst du uns jetzt mal ein bisschen was erzählen. Beziehungsweise erstmal handeln machen. Erstmal Sachen verkaufen. Der Obst kann weg. Die Hähnchenkeule behalte ich für den Gärtner. Weil ich glaube, dass dem das reicht. Können natürlich auch Schweinefleisch nehmen, aber ich glaube, das macht nicht so den Unterschied. So, wir müssen noch das Rezept hier fürs Henkersgift-Serum lesen. Das ist übrigens ein sehr praktisches Gift, was wir bekommen haben. Denn das fügt eigentlich allen Schaden zu und gerade gegen Menschen ist das ganz praktisch. Ja. So, Infos. Erstmal Berengar. Ist ein anderer Hexer namens Berengar hier gewesen? Er hat andere Fragen gestellt. Nach dieser Alchemie. Der Alchemist Kalkstein muss ihn geschickt haben. Dann fanden wir in einer Tongrube seine blutbefleckte Ausrüstung. Danke, Vaska. Weißhaariger. Dort waren Kampfespuren und sie stammten nicht von Ungeheuern. Er wurde von Menschen angegriffen. Hütet euch vor den Feuersalamandern und Trockenen. Ich brauche euch lebendig. Okay. Habt ihr hier ein Ungeheuerproblem? Oh ja. Kreaturen haben sich in den Tongruben eingenistet. Wie sehen sie aus? Als wären sie ertrunken und auferstanden. Ertrunkene. Ich kann sie beseitigen. Wir sind arme Leute. Ich kann nicht mehr als 50 Orens zahlen. Na gut. Das genügt. Ich habe mir eh schon Großteil erledigt. Geht zum Landungssteg, aber nehmt an der Gabelung die andere Straße. An deren Ende findet ihr unsere Peiniger. Da gehen wir gleich mal hin. Aber erst... Ich möchte etwas über den Turm im Sumpf erfahren. Wie ein Schwert durchtrennt ihr den Schleier des Verborgenen. Der, den sie Großväterchen nennen, kann eure Neugier befriedigen. Haben wir schon gefragt. Ich muss stillschweigen, bis die rechte Zeit gekommen ist. Was ihr nicht sagt. Wollt ihr etwas fragen? Ich habe die Ertrunkenen getötet. Ihr seid uns gnädig gewesen. Doch ich täuschte euch. Ich kann euch kein Geld bieten. Doch ihr könnt nicht ohne Belohnung gehen. Nehmt dieses Amulett. Das ist Kesat. Das Symbol der Gnade. In Ordnung. Seid gesegnet. Jetzt können wir die Ankunft der Götter vorbereiten. Wer sind diese Götter? Wir beten sie an und empfangen die Gnade derer, die aus den ewigen Tiefen kommen. Mir fällt dabei nur das Fischvolk ein. Die Vodjanoi. Wie könnt ihr es wagen? Die Götter nehmen Anstoß an diesen Namen. Okay, also nicht Vodjanoi nennen. Dann sollten wir mal trotzdem eben zu den Tongruben gehen. Aber erstmal nehmen wir das Schildkröt hier mit. Und
werden uns hier einmal dran setzen. Einerseits wir haben die Talente. Nehmen wir mal alles mit. Weil warum nicht? Tagebuch der Quests, bla bla. Wir wollen bis zur Nacht warten, denn hier tauchen ja angeblich Ertrunkene auf, die wir beseitigen wollen. Das kriegen wir noch eben schnell hin. Verschont mich! Wow, eine Ertrunkene, zwei Ertrunkene, seriously. Höherstufe aufgestiegen. Okay, der hat einen Abgang gemacht. Sonst noch jemand? Verendet! So. Irgendwie kam nicht die Nachricht, dass wir alle Ertrunkenen hier getötet haben. Wer möchte übersetzen? Mir sonst noch irgendwo welche? Hallo. Ertrunkene. Put, put, put. Ah, da hinten. Wirklich noch einer. Komm du mal her, du, So. Weg mit dir. Sicherer Hafen. Aktualisiert. Sehr schön. Dann können wir jetzt wieder uns ausruhen, bis Tag ist. Ein neuer Kunde? Kommt an Bord. Nö, gerade nicht. Okay, wir haben schon mal wirklich neue Talente bekommen. Interesting. Das gefällt mir. Einmal bis zum Tag. So, dann werden wir in der nächsten Folge nochmal schnell zu den Tongruppen laufen. Aber... Ja, braucht ihr ein Boot? Nee, gerade nicht. Später aber. Auf jeden Fall war es das für heute. Morgen, wie gesagt, gucken wir uns mal kurz in den Tongruben um und gucken mal, ob wir Berengas Spur weiterverfolgen können. Bis dahin hoffe ich, dass es euch gefallen hat und wir sehen uns, Freunde. Ciao.